Sydney, erzähl uns mal, was du dieses Wochenende gemacht hast. Komm schon, Sydney, du bist doch nicht schüchtern. Warum sollen wir mal was erzählen? Wieso erzählen sie uns nicht mal, was sie gemacht haben? Okay. Ich hatte ein super Wochenende, aber das dürft ihr auf keinen Fall Miss Melanie verraten. Was haben sie denn gemacht? Ich habe einen neuen Freund. Neue Freundschaften zu schließen ist aufregend, nicht? Ja! Und haben Sie Ihrer Mom von Ihrem neuen Freund erzählt? Aber klar habe ich das. Ihr solltet niemals vor euren Eltern Geheimnisse haben. Und deswegen habe ich es, Maffa. Back! Aber da... Back! Klappe! Aber klar... Das Wort kennen wir. Und das andere auch. Ruft die Krankenschwester. Dann wollen wir den Alten mal zeigen, was eine perfekt trainierte Zwölfjährige schafft. Springen, Hechtposition, sauber eintauchen. Den Krankenwagen. Wir brauchen einen Notarzt. Habe ich was Blödes gesagt? Ich hatte zwei Drinks. Naja, drei. Okay, und dann noch diesen Absacker. Schon gut. Eines schönen Tages wirst du dann schwanger und kannst dich revanchieren. Ich bin ein totaler Idiot und unmöglich. Nein. Weißt du, wenn das Baby kommt, dann werde ich... Ich weiß genau, was du sein wirst. Ganz toll. So wie jetzt. Hey! Alles okay? Wissen Sie, warum ich Sie gestoppt habe? Tut mir so leid, Officer. Ich muss kurz eingenickt sein. Haben Sie etwa was getrunken? Nein. Natürlich nicht. Aber ich kann's riechen. Ich habe was getrunken. Geht's dir gut? Ich bin nicht... In welchem Monat sind Sie? Im... Ma'am, steigen Sie bitte aus. Naomi... Gehen Sie bitte zum Ende des Fahrzeugs. Naomi... Hey... Naomi? Naomi! Sir, bleiben Sie im Wagen. Ich muss Sie sonst festnehmen. Zentrale hier 302. Können Sie mir Verstärkung schicken? Sehen Sie doch, sie ist nicht... Steigen Sie wieder in den Wagen. Naomi! Hinten weg! Rufen Sie den Krankenwagen! Das einzig Negative am amerikanischen Traum sind wir selbst.
Zu viele Miesmacher, zu viele von uns, die jungen Leuten sagen, der Traum sei tot. Selbst ich hörte es als Jugendlicher in den Slums von Trenton. Und es war falsch. Man sagte es mir auch, als ich als Senator kandidieren wollte. Mit nur $58 auf meinem Sparkonto. Und es war falsch. Und nach wie vor wird mir eingeredet, dass ich auch selbst jetzt keinerlei Chancen hätte, weil ich schwarz bin und die falsche Nase habe. Und weil nach wie vor nur $58 auf meinem Sparkonto liegen. Aber mit Ihrer Hilfe können wir diesen Traum am Leben erhalten. Und zum Schluss lassen Sie mich sagen. Lassen Sie mich sagen. Zögern Sie nicht und spenden Sie alle das Maximum für den nächsten Präsidenten der Vereinigten Staaten. Alles okay? Nein, nein, mir geht's gut. Mir geht's gut. Ein gut aussehender Kerl wie Sie kriegt sicher 70% aller Frauenstimmen. Naja, hoffentlich. Ist natürlich hilfreich, dass Ihre Frau an Krebs gestorben ist. Ich bedauere das, aber die Sympathiewähler haben Sie in der Tasche. Ja, ich bin für Ihre Unterstützung dankbar. Wissen Sie, Senator, meine Gewerkschaft hat eine fette Kriegskasse. Ich habe mich immer eingesetzt für die Gewerkschaften. In Ihren Reden geht es aber immer nur um die Arbeiter in Indonesien, Kambodscha, Timbuktu. Weil ich denke, dass wir eine moralische Verpflichtung. Meine Gewerkschaftskollegen sind enttäuscht. Die scheren sich nicht herum. Moral hin oder her geht es ihnen nicht mehr. Senator? Ja. Gehen Sie zurück! Gehen Sie bitte zurück, bitte gehen! Ruft einen Krankenwagen, ich bitte, bitte Sie zurück sofort! Da muss Beeilung! Schön, ja. Und weiter. Gut. Sehr schön. Wirklich ganz toll, Jessica. Das ist echt super. Hey, hey, Seth. Willst du für den Rest der Stunde auf der Bank sitzen? Nein. Los, weiter, Jess. Nur noch 40 Sekunden. Mein Arm tut weh. Na komm schon, du schaffst das, komm. Meine Brust tut weh. Glaubst du, den Boden tut's nicht weh? Hey, Seth, zwei Runden, Abmarsch. Hey, Jess, das ist nur Seitenstechen. Atme tief ein und aus. Schaffst du's? Ich kann nicht. Nur noch 10 Sekunden, dann hast du's. Jessica! Oh mein Gott. Hey, lauf ins Büro und hol Miss Pass. Los! Ich bin auf dem Spielplatz der Finley Elementary. Eine meiner Schülerinnen hat einen Herzanfall. Sie ist 10. Klar weiß ich das. Schicken Sie den verdammten Rettungswagen. Komm schon, wach auf. Na komm, Schätzchen. Na komm schon. Das Pfadfinder-Treffen ist die Straße runter, Jungs. Ah! Was für ein Loser. Aber echt. Gabe ist cool, Mann. Er ist einer von uns. Das will ich doch hoffen. Ich hab keine Lust. Was ist das denn? Clubgeheimnis. Was fragen wir? Leg die Hände drauf. Oh, dunkler Geist. Wird einer von uns in der nächsten Zeit sterben? Ihr bewegt es ja. Legt die Hand wieder drauf. Los. Wen von uns trifft es? Geh. A. Oh, Mann. B. E. Gabe. So ein Pech aber auch. Schluss jetzt. Wir werden ins Krankenhaus fahren. Mom, ich bin zu müde. Jetzt komm, Schatz. Du hast schon fast eine Woche Fieber.
und sag schon was. Baby, was ist los? Ich werde sterben. Ich mich nicht gut fühle. Es ist Samstag. Du warst seit 3 Tagen nicht mehr arbeiten. Lass mich einfach schlafen. Ich bitte dich. Du bist seit Mittwoch nicht aufgestanden. Lass mich zufrieden. Komm schon. Was ist los? Nein, lass mich bitte zufrieden. Schatz. Ich sag dir, lass mich in Ruhe! Geben Sie das her. Wovon reden Sie, bitte schön? Miss Miller? Psst. Ihr Handy, junge Dame. Ich wollte es nur ausschalten, damit keiner anrufen Nein. kann. Sie wollten schummeln. Ich bitte Sie, als hätte ich das nötig. Ich sagte, warten Sie. Geben Sie es her. Schon gut. Wundervolle Bluse. Könnte ich mal eben... Auf die Toilette? Gut. In 19 Minuten. Das schaffe ich nicht. Wartet da ein Freund auf Sie mit den Lösungen? Einverstanden. Aber in Begleitung. Nicht aufstinken, bis ich anklage. Ich habe noch nicht aufstehen gesagt. DX. Hey, er ist wirklich krank. Sitzen bleiben. Was hast du denn? Was ist hier los? Rufen Sie Hilfe. Nein, geh nach rechts. Den hast du. Geh zurück. Zurück, zurück, zurück. Na los doch. Klasse. Sag schon was. Hey! Hey, Dan! Und dein Arzt! Dann ist alles klar. Ich hätte nur noch gerne Unterschrift. Hey, ich spreche mit dir. Erst war's die Katze, jetzt bist du dran, Lucy. Halt die Klappe! Halt die Klappe! Ruhe! Schon gut, sie braucht nur etwas Wasser, das ist alles. Ich werde es holen. Halte durch, okay? Und wenn sie zurückkommt, unterschreib einfach und wir können gehen. Wir brauchen das Geld. Gut. Die Stimmen. Die Stimmen existieren nicht.